F wie Freileitung. Freileitungen können sehr hohe Stromleistungen übertragen und kommen überwiegend auf Hoch- und Höchstspannungsebene zum Einsatz. Die durch den Stromfluss im Leiter entstandene Wärme können Freileitungen leicht an die umgebende Luft abgeben. Diese Kühlwirkung ist bei niedrigen Außentemperaturen oder bei Wind noch stärker. Wenn der Stromverbrauch beispielsweise im Winter wesentlich höher ist, können Freileitungen deswegen auch kurzfristige Überlastungen aushalten. Ein Nachteil der Freileitung ist ihr optischer Eindruck. Die Leiterseile und vor allem die hohen Masten können das Landschaftsbild verändern. Für die Vogelwelt birgt die Freileitung Gefahr. Sie können mit den Masten und den Leiterseilen kollidieren. Freileitungen sind zudem relativ störanfällig gegenüber Witterungsbedingungen. Ein möglicher Schaden oder Ausfall kann aber schnell lokalisiert und behoben werden. Nicht so bei Erdkabeln. Hier muss man aufwendig in die Erde gehen. Die Reparatur- und Ausfallkosten bei Freileitungen sind daher vergleichsweise gering. Und bei einem Kurzschluss oder einem Blitzeinschlag werden sie automatisch wieder eingeschaltet. Auch der Bau von neuen Freileitungen ist kostengünstiger als der von Erdkabeln. Künftig sollen Gleichstromleitungen vorrangig als Erdkabel realisiert werden. Für Höchstspannungswechselstromleitungen bleibt es aus technischen Gründen beim Freileitungsvorrang. F wie Freileitung. Freileitungen können sehr hohe Stromleistungen übertragen und kommen überwiegend auf Hoch- und Höchstspannungsebene zum Einsatz. Die durch den Stromfluss im Leiter entstandene Wärme können Freileitungen leicht an die umgebende Luft abgeben. Diese Kühlwirkung ist bei niedrigen Außentemperaturen oder bei Wind noch stärker. Wenn der Stromverbrauch beispielsweise im Winter wesentlich höher ist, können Freileitungen deswegen auch kurzfristige Überlastungen aushalten. Ein Nachteil der Freileitung ist ihr optischer Eindruck. Die Leiterseile und vor allem die hohen Masten können das Landschaftsbild verändern. Für die Vogelwelt birgt die Freileitung Gefahr. Sie können mit den Masten und den Leiterseilen kollidieren. Freileitungen sind zudem relativ störanfällig gegenüber Witterungsbedingungen. Ein möglicher Schaden oder Ausfall kann aber schnell lokalisiert und behoben werden. Nicht so bei Erdkabeln. Hier muss man aufwendig in die Erde gehen. Die Reparatur- und Ausfallkosten bei Freileitungen sind daher vergleichsweise gering. Und bei einem Kurzschluss oder einem Blitzeinschlag werden sie automatisch wieder eingeschaltet. Auch der Bau von neuen Freileitungen ist kostengünstiger als der von Erdkabeln. Künftig sollen Gleichstromleitungen vorrangig als Erdkabel realisiert werden. Für Höchstspannungswechselstromleitungen bleibt es aus technischen Gründen beim Freileitungsvorrang. F wie Freileitung. Freileitungen können sehr hohe Stromleistungen übertragen und kommen überwiegend auf Hoch- und Höchstspannungsebene zum Einsatz. Die durch den Stromfluss im Leiter entstandene Wärme können Freileitungen leicht an die umgebende Luft abgeben. Diese Kühlwirkung ist bei niedrigen Außentemperaturen oder bei Wind noch stärker. Wenn der Stromverbrauch beispielsweise im Winter wesentlich höher ist, können Freileitungen deswegen auch kurzfristige Überlastungen aushalten. Ein Nachteil der Freileitung ist ihr optischer Eindruck. Die Leiterseile und vor allem die hohen Masten können das Landschaftsbild verändern. Für die Vogelwelt birgt die Freileitung Gefahr. Sie können mit den Masten und den Leiterseilen kollidieren. Freileitungen sind zudem relativ störanfällig gegenüber Witterungsbedingungen. Ein möglicher Schaden oder Ausfall kann aber schnell lokalisiert und behoben werden. Nicht so bei Erdkabeln. Hier muss man aufwendig in die Erde gehen. Die Reparatur- und Ausfallkosten bei Freileitungen sind daher vergleichsweise gering. Und bei einem Kurzschluss oder einem Blitzeinschlag werden sie automatisch wieder eingeschaltet. Auch der Bau von neuen Freileitungen ist kostengünstiger als der von Erdkabeln. Künftig sollen Gleichstromleitungen vorrangig als Erdkabel realisiert werden. Für Höchstspannungswechselstromleitungen bleibt es aus technischen Gründen beim Freileitungsvorrang.